Echt komisch. Wirklich echt komisch. Warum? Warum, wenn irgendwo etwas geklaut wird, verliert man nie seinen Pass? Und komischerweise, ich glaube, bei allen Anschlägen der letzten Zeit hat irgendjemand immer seinen Ausweis verloren. Und komischerweise ist dieser Ausweis natürlich auch irgendwie unzerstörbar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ehrlich gesagt, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann nur sagen, Medien, bitte hört doch einfach auf mit dem ganzen Gequatsche. Wir wissen doch alle, dass ihr hetzt. Muslime auf Nicht-Muslime und Nicht-Muslime auf Muslime. Aber Muslime und Nicht-Muslime, die einen Verstand besitzen, möchten nicht gegeneinander gehetzt werden. Deswegen hört doch einfach auf. Und ich weiß, dass wenn ich das sage, ihr niemals aufhören wird. So sage ich das zu allen Zuschauern, die gerade hier dieses Video schauen. Dankeschön, dass du dir dieses Video schaust. Aber lass es nicht zu, dass die Medien dich manipulieren und dich hetzen. Lass es nicht zu. Meine Nachbarn sind Deutsche. Meine Nachbarn sind Afrikaner, Türken, Araber, Albaner. Ich bin cool mit allen. Wir haben gegenseitigen Respekt. Niemand belästigt den anderen. Und bevor jemand kommentiert mit geh in dein Land zurück. Also ich besitze einen deutschen Pass und ich kenne viele, viele Ausländer, die es hier legal und weit gebracht haben. Denn es liegt nicht daran, woher du kommst, um etwas zu schaffen, sondern es liegt daran, wer du bist. Sei nicht unfair. Alle gegen Terror.